Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. Ich bin schon mal hier hingegangen. Hier ist ja irgendwo Kalifornien. Keine Ahnung, wo der ist. Anscheinend aber hier oben. So, ist er tot oder nicht? Wirklich, mein Bauchgefühl trügt selten. Jetzt ist er schon tot und wird dran genagt. Na? Hast du in Kalifornien gefunden? War nur eine Frage der Zeit. Ach ja, du Dodo, ey. Alter, wirklich, richtiger Dodo. Man gibt schon den Tipp, aber nö. Der ist auch schon länger tot. Tja, das Geld hat er trotzdem. Mein Gott, was ist falsch mit den Leuten? Sein Brief? So, ist das irgendwie ein Schatz oder ist das mehr so, wo seine Familie ist, damit die Leiche dahin geschickt werden kann? Nach Armadillo bringen, alles klar. $20 hat er, sah ein bisschen mehr ausgefüllt, aber es war wahrscheinlich nur $1. Die ganze Zeit, nur als Bündel. Gut, dann machen wir so. Marshall. Oh, dann wahrscheinlich der Fort, Angriff beginnt. Oder wie? Wenn der Marshall schon da ist, auf jeden Fall. Gut, dann teleporten wir hierhin. Und dann haben wir eigentlich das geschafft. Und können dann den Angriff auf den Fort beginnen. Hoffentlich. Ich habe auch nebenbei, weil ich davor eh gesucht hatte. Oh shit, genau das brauche ich. Warte, 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 warte. Jawohl. Das wollte ich erreichen. Ich habe davor schon den Zug gemacht. Junge, ich bin gefühlt von hier. Warte, wo war ich da eingestiegen? Ich bin hier in Armadillo eingestiegen, bin den ganzen Weg bis nach McFarlane Ranch gefahren und habe erst hier dann die Vögel geschafft, die 5 Stück. Du bist jetzt ein Meisterschaft und findest hier ab jetzt mehr Munition zu Hause und in deinem Lager. Warte, gibt's noch 5? Mit ihm erhöht sich dein maximales Deadeye. Aha, das lädt schneller, das andere erhöht mein maximales, aber nur wenn ich es trage. Warte mal. Oh ne, wir sind noch nicht fertig. Schon bei 5 Punkte gibt es einen Bonus. Alter. Schieß 2 Hüte weg. Wie geil. Okay, das schaffe ich sogar manchmal aus Versehen. Ah ja, warte mal. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Dann müssen wir teleporten. So, dann, warte mal, Outfit wechseln. Was haben wir freigeschaltet? Zeig mal her. Staubmantel hatten wir davor. Erreiche Level 10 in allen Umgebungsherausforderungen. Ah, okay. Wir haben es freigeschaltet, aber nicht so von wegen, wir haben es. Verstehe. Gut, dann bleiben wir natürlich noch hierbei. Und teleporten erstmal. So, mal gucken, was das Ende ist von Kalifornien. So, da wären wir, okay. Wen müssen wir hier sprechen? Jemanden da drinnen. Sams Brief abliefern. Rom plus 50. Warte, was ist die Kiste hier? Oder Koffer? Naja. Das haben wir fertig bekommen. Menüeintrag Schatzsucher-Outfit aktualisiert. Ha. Schatzsucher war das. Kalifornien. Ah, damit ist es gemeint. Okay. Dann fehlt nur noch Blackjack bei Rudd's Keller Fork zu machen. Dann habe ich den. Geil. Also muss ich Poker und Blackjack endlich mal spielen. Habe ich bis jetzt immer noch nicht. Noch keine Zeit dafür gefunden. Kalifornien abgeschlossen. Ja, aber den Witzbold noch nicht. Der Witzbold ist immer noch irgendwo gefangen, oder? Junge, ich habe das Gefühl, der wird auch noch hier weitermachen. Oh Gott, oder hier. Egal. So, hier gibt's. Doch, da ist was. Junge, wow, 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 wow. Wo springst du hin? Verrückte Sau, Alter. Wow, 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 wow. Ey, ich will immer beschleunigen. Sofort kommt etwas. Na? Ja, ich spuck dich gleich an.
I feel like putting an end to someone today. How's about you and me engage in a fair and impartial act of dueling? I would prefer a more intimate means of killing you, but this lead-based method may suffice. Those are big words, my friend. Dann wollen wir mal Nachtduell, Junge. Vollmond? Lloyd Broggles, okay. Ich frage mich, woran erkennt man, wie man gut zieht oder so? Weil manchmal kannst du den ersten Schuss machen, der macht so viel von der Leiste voll, mal den anderen macht er viel weniger, wie gerade eben. Da muss ich nochmal vielleicht nachgucken, weil irgendwann wird es vielleicht zu knapp gegen manche Leute. Weil der war schon sehr knapp an meiner Leiste dran. Obwohl ich 6 Schüsse vorher ballere, gewinnt er beinahe. Deswegen ist es irgendwie ein bisschen zu heavy. Oder Rechtsklick ist nicht so gut wie hoch und runter ziehen. Keine Ahnung. Naja. Und hier hinten war eine neue fremde Person anscheinend. Genau. Da drinnen? Nee, dahinter. Film ansehen für 2 Dollar. Well, can I help you? The fuck? Okay, das kann ich nicht. Ja, hallo? Was mit dem denn? Hello there. What brings a fine specimen like yourself to my humble establishment? Das ist dein Kino. This place looks like a schoolhouse. Such limited thinking. Have you not seen the future, my friend? We make dreams. Are you not a devotee of the cinematic arts? Arts is what you call it? Granted, I only have a poor imitation of the true Nickelodeon. But Nickelodeon is why I am to build my new film studio and make New Austin, with its cheap land and fine climate, the second center of the motion picture industry. Hell, a couple good years and I won't be here. I'll produce adventure stories, as well as melodramas for the ladies, and even some fantastical shorts for children young and old. Heard there's an old ranch ripe for exploitation just north of here. Apparently the owner is a frequent lover and loser at the Liar's Dice Tables. Uh-huh. Thieves Landing. If you could do me the favor to wrest control from him, I'd reward you quite highly. A career in the arts awaits. I'll see what I can do. Not much of a high-stakes gambler, and movies seem like drivel. Drivel? No, sir. We speak to a man's soul. Listen, if you run into a chap named Spatchcock, tell him to get back to work. Who? Spatchcock. Trained as the finest gunslinger and hero in motion picture history. Then the fool began to believe it was for real. And now he's run off to become a gunslinger. Oh, no. Heard he's in Benedict Point. Fool will have himself killed if you don't help. If I see him, I'll tell him. A producer credit awaits, sir. Und wieder Denkerpose. Alter, ist er im Gym tätig oder macht er diese Giga-Chat-Pose? Was zur Hölle? Na gut, jetzt haben wir hier was Besonderes gefunden. Den einen sollen wir abluchsen irgendwie, hier hinten. Licht, Kamera, Action, wo ist der andere? Benedict Point. Irgendwo hier. Also oder da? Müsste es ja sein, weil es da hinten liegt. Was zur Hölle? Okay, das machen wir gleich erst. Wir gehen erstmal Richtung... genau, Assault. Den Fort angreifen, das wollten wir. Teleportieren. Wo ist mein Pferd? Hey, da schießt jemand. Wieder ein Angriff? Sieht so aus. Okay, verteidigen. Angriff.
So. Die kommen immer wieder zufällig, das ist gut. Einmal für die Aufgabe und das andere ist ein schöner Ruhmbooster. Und ein bisschen Loot. Gefällt mir. Ich habe aber auch das Gefühl, diese Gang ist echt die schlechteste von allen, ne? Diese Walton. Nicht nur sehen die scheiße aus, die sind irgendwie auch ziemlich schlecht im Schießen. Und auch irgendwie, naja, okay, Rüstung kann man ja nicht sagen, aber ja, nicht so nice. Mensch, aufzuschreien. Hat funktioniert? Alter. Das Spiel hat Voice in Game. Man kann mit den NPCs reden. Die Zukunft. Er rennt einfach irgendwo hin, was noch gefährlicher ist. Alles klar. So, jetzt können wir hier hoffentlich pennen. Ganz genau. Dafür müsste es eigentlich einen Mod geben, dass man auch in der Stadt sowas machen kann. Zur Not teleportiert es sich in die Nähe, wo freie Fläche ist. Oder allgemein. Weil es wäre ein bisschen leichter dadurch. So, zum Wegpunkt. So, so lange haben wir darauf aufgebaut, auf den Angriff. Ich hoffe, das ist er jetzt. Das Fort ist in der Nähe. Wir müssen hier hoch. Und dann gucken wir, was passiert. Ist das der große Moment? Jawohl. Marshal. Gentlemen. Ach du Scheiße. Napoleon. It's time. We must go. Why? What's happening? Seth has managed to get himself inside. Wow. But we can't leave it too long, or they will soon realize how very curious he is and remove him from the premises. Or slit his throat and watch him bleed to death. But for a minute, he will delight and amuse them. That's when he'll get us inside. Okay. Marshals of the law, when the shooting starts, take that as your cue to start awarding each other medals. Huh? I mean, take that as a cue to get inside and clean up the mess. Oh. All I care about is Williamson. It is vital we stop him. Agreed. That man is a stone-cold killer. Williamson's a proud fool. The question is which will win out between his pride and his instinct for survival. Jawohl, Junge, was ein Bild. Oh, jawohl, Junge. Ensconce yourself in the back of my wagon, John, so that we can make our grand entrance. Come on, let's go. All right, good. Now just stay put till I tell you otherwise. That scoundrel Seth had better not let us down. Once we're inside and I've lulled our adversaries into a false sense of security with some beguiling sales patter, I will give you the signal. What signal? The moment you hear a sharp rap on the side of the wagon, rise like the phoenix and start shooting like you've never shot before. This is it, my dear boy. That's okay. The moment of truth. Me and you, John. One last time into the breach. This is going to have to be the performance of my life. I hope my nerves don't get the better of me. I'll be honest with you, John. I'm a little jittery. John? John? It reeks of miracles back here. Thank God. I'll be ready with that machine gun. Thank God, Donnie. I'll be a sitting duck in there. Das sind echt viele. Alter. Ey, den kennen wir doch, dieser Ficker. Nein, der Typ ist so durch. Greetings, my good men. Oh, perfekt. Wie widerstehen. Immortality was at hand. What would you say if I told you I could teach you to fly? What would you say if I told you I could turn a man into a beautiful woman? Impossible, yes, once, but no more. Gentlemen, I bring you wisdom from the East.
I have here in this wagon some of the finest goods, the best medicines, and the newest inventions available for you and your families. Exotic trinkets from the far reaches of the earth, elixirs that give vigor and strength. And for you men of physical skill and athletic physique, this miraculous elixir can keep the muscles supple and relax the cords. It loosens the joints and gives a feeling of vigor and freshness to the whole system. Alles klar. Some men have reported to me that after drinking it for 1 month, they can chew through steel. Oh shit. Und er feiert das. Let's go. Heilige Scheiße! Ach du heilige Mutter! Ey, das ist so overpowered, ne? Deswegen ist es ja eine Minigun für die Zeit. Oh mein Gott, das ist der kaputtbar! Battlefield! Heilige Scheiße! Wie viele Männer sind denn hier? Wann kommen unsere Boys? Wann kommen die? Die laufen weg? Natürlich. Und wir kommen rein. Let's go. Genau. Ein bisschen Munition sammeln hier. Looten? Ja, komm, ein paar können wir. Aber ich glaube, hier geht es um Geschwindigkeit. Ich kann auch später looten. Let's go. Überall TNT. Ganz vorsichtig. Wes Dickens verabschiedet sich. Ganz genau. Ist auch nicht schlimm. Er hat seinen Teil wirklich gemacht. Wunderschöner Schuss. Wir müssen ja die Hüte abschießen. Ich sehe niemanden. Winchester. 250 Kopftreffer in einem beliebigen Spielmodus. Easy. Autsch, das ist wehgetan. Das war's nicht. Schöner Schuss. Bam, Junge. Hüte wegschießen ist ein bisschen schwer, weil er meistens trotzdem den Kopf bevorzugt. Wunderschön. Wo noch? Wo noch? Alter. Weiter. Folge Marshall Johnson, ja. Einmal nehme ich noch den mit. Ja, ich komme. That's the last of them. We still can't find Williamson anywhere. That fool must be hiding. Man, it is time to start tearing this place apart and find out where he's cowering. You've got a sense of urgency here, please. Open the gate. It's the snake oil guy. Get the goddamn gate open and lock it behind him. Oh, we've got company, gentlemen. These scoundrels have got reinforcements. Hol die Minigun rein, Junge. Alter, der eine ist tot unten. Jawohl. Oh, Ego-Sicht. Junge. Ballistik. Alter. Holy shit. Die haben auch eine Minigun. Was ist das für eine Gang? Alter. Kein Wunder, dass sie so viel oder so viel machen konnten mit so viel Waffen. Kein Wunder. Ungenau, aber funktioniert. Jawohl. Dadurch zu schießen ist ein bisschen kacke.
Come on. Oh, die Füße weggeballert, Alter. Junge, Junge, Junge. Schon wieder. Bill's already run off to Mexico yesterday morning. You'll never get him. Javier Escuela. He's gone to see Javier Escuela. That should make things interesting. Where in Mexico? How should I know? Oh! Sehr gut. Where in Mexico, you little shit? Someplace near Chuparosa, I think he said. That's bandit country. Chupa feckin' Rosa. Well, I'll take you there, John. I'm real popular down there. Oh, ne. Positiv oder negativ? The ferry. I've got lots of friends down south. I'll see you at the ferry, Irish. I'll just get me things. Schon wieder, wo alles vorbei ist, kommt er erst an. I guess you'll be heading to Mexico. So it would seem. How is it down there? Wonderful. A sweet, peace-loving people with the love of social justice. May you always find coin in your pocket. It's been a pleasure spending time with you, boy. You too, Mr. Wes Dickens. Marshall? All right, boys. That's enough. Sehr gut. Das Fort ist eingenommen. Aber wir müssen ja nochmal hierhin wiederkommen, ne? Für die normale Herausforderung ist ein Gangversteck. Mal gucken, wann wir das machen können. Wahrscheinlich eine Mission dazwischen, dann wiederkommen oder einmal schlafen. Sehr gut. Überfall auf Fort Mercer abgeschlossen. Erfolg. Sehr gut. 150 Ruhm. Haben wir genug? Nächste Stufe oder nicht? Nee, ich glaube, es fehlt ein Schnibbel. Okay, also jemanden retten oder Nachtschicht machen und dann gib ihm. So. Da drin könnten wir eigentlich noch so viel looten. Können wir da jetzt einfach so rein oder ist es wieder zugesperrt 100%? Warte. Nee, hier können wir nicht durch. Dann vielleicht von der anderen Seite oder ist es nur noch frei, wenn ich hier da war? Oder ist es wirklich einmalig, da reinzukommen? Wo ist mein Pferd? Kein Bock zu laufen. Junge, spawnt das weit. Holy shit. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Na komm. Gut, einmal drumherum reiten, gucken, ob irgendwas offen ist. Wenn nicht, wissen wir Bescheid. So, hier geht's nicht weiter. Okay. Nee. Was eine Festung, ey. Holy shit. Wow, 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 hier ist noch ein Tor. Können wir da rein? Nee. Okay, dann ist es also zu. Bis zu dem hoffentlich Versteck, wenn wir es richtig gemacht haben. Oder ist es für immer zu? Dann ist halt ein Missionsgebiet nur. Wir können jetzt kurz gucken, ob hier irgendwelche neuen Missionen da sind, wie der Witzbold oder so. Sieht aber nicht danach aus. Das ist die Überfahrt für hierhin wahrscheinlich. Und dann sind wir hier. Und er ist irgendwo ein Schuhpater gesagt oder so? Boah, keine Ahnung, wo das ist. Wir haben die Karte halt noch nicht. Nee, haben wir nicht. Coronas. Nice. Okay, dann müssen wir halt das noch machen für den Typi da. Und dann sind wir damit fertig. Ich würde sagen, Leute, wir machen mal ein bisschen kleine Aufräumarbeit. Und zwar loote ich kurz nochmal die hier ein bisschen. Und dann werden wir vielleicht erstmal das Pferd zubereiten auf der einen für das Outfit freischalten. Oder wir gehen Poker spielen, um die Range zu gewinnen. Da müssen wir noch gucken, wohin. Der Junge, selbst ein Pferd ist abgeballert worden, ey, aus Versehen. Alter, geht wirklich. Es ist ja schon tot, na gut. Alter, das ist ein großes Tier. Er hat sogar eine neue Animation. Scheiße. Das Lustige ist, da liegt noch so viel Fleisch eigentlich dran. In echt würde man es mitnehmen und nicht so. Na gut.
Pferdehaut. Ist das teuer? Sag mal kurz, ja, Bockhaut, Bockgeweih, Gold, 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 Fuchs, Wolf, Wolfsherz, Pumaklaue, Pferdehaut, Pferdefleisch. Okay. Müssen wir gucken, wie viel das bringt demnächst, aber naja. So, nun, Teleport. Teleport wohin? Ist die Frage. Der eine ist ja bei Benedict Point, da müssen wir ja hin, also sollten wir vielleicht teleporten und gucken, was bei dem da los ist. Also schön hier hin. Lass mich durch, du Sau. Alter, Junge, die Leichen. Dann Lager. Du Sau, okay. Ein bisschen weiter weg. Vorne ist ein Coyote, ist aber egal. So, vielleicht jetzt. Sehr gut. Speichern wir mal, dann müssen wir die Mission nicht erneut machen, falls wir reloaden. Schade, dass immer die Zeit vorgeht. Jetzt wäre voll cool zu wissen oder zu entscheiden, willst du warten oder nicht. Das wäre dann ein bisschen anders. Gut, Benedict Point. Eigentlich müsste ja doch dieser eine Schauspieler hier sein, hat er erzählt. Oder geht das nacheinander? Boah, ich glaube, es geht nacheinander, wa? Oh, das ist scheiße. Okay, kleine Enttäuschung, schade. Kann natürlich immer noch irgendwo hier sein. Kann ja, muss aber nicht. Okay, dann machen wir das so, Leute. Ich glaube, wir machen dann hier den guten Stopp, weil ich werde jetzt ein bisschen, hoffentlich versuchen, ein bisschen ein paar Aufgaben zu machen, wie den Blackjack und den Hufeisen hier oben zu gewinnen, die Pferde zuzureiten. Ungefähr ist der Plan. Und dann muss ich noch gucken, was noch fehlt für die Outfits und so weiter. Vielleicht ein bisschen die Blümchen sammeln für die Aufgabe, damit wir die ganzen fremden Personen fertig kriegen sofort. Genau. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.